Hallo und herzlich willkommen zurück. Heroes of Might and Magic 2. Der Roland-Kampagne. Ja, wir sind bei der wohl schwierigsten Mission. Und müssen jetzt gucken, dass wir so schnell wie möglich wieder in diese Burg zurückkommen. Alles, was hier oben ist, müssen wir leider nochmal liegen lassen. Weil da kommt der Feind angefahren. Wir brauchen 4 plus Runden, um zurückzukommen. Uiuiui, das wird schwierig. Also die Burg muss ich einmal ohne Helden verteidigen und wir können keine Einheiten aufkaufen. So, so geht das nicht. Wir brauchen definitiv jetzt mal einen Marktplatz und brauchen Gold. Gold braucht das Land. Die Ressourcen ist jetzt erstmal, ne? Und so. Zack. Dann brauchen wir definitiv eine Zauberin Heldin. Kann dann schon mal wenigstens den Blitzstrahl erlernen und dann kriegen wir schon mal 4 Druiden. Das ist immerhin schon mal ein bisschen was. Den Rest kaufen wir aber auch gleich noch auf. Keine Sorge. In der nächsten Runde. Er fährt erstmal dran vorbei. Das ist soweit nicht schlecht. Lord halten. Wird jetzt zurückgehen und hier dieses Dorf wieder einnehmen und den Ritter Maximus verfolgen. Er versucht, diese Burg zurückzuerobern. Und da bin ich mal gespannt, ob er das immer noch versucht, wenn wir hier alles aufgekauft haben. Rechte Gefechtstor. Kavalleristen. Achso, wir müssen jetzt hier noch weiter aufkaufen. Ja gut, können wir jetzt noch 6 Zwerge. Das scheint aber jetzt nicht mehr so dramatisch zu sein. Ich will das Feuer noch einsammeln. Noch ein bisschen Gold, die Erfahrung und dann erstmal zurück. Dann werden wir tauschen, dann werden wir die Heldin nach oben schicken. Und die Goldmine einsammeln. Das ist so bis jetzt mein Plan. Jetzt gucken wir mal, wie das ist. Er greift mich jetzt diese Runde schon an. Ich hätte gerne noch eine Runde mehr gehabt. Aber was wir nicht haben, haben wir nicht. Das ist jetzt schon mal gut. Leider haben wir kein Zauberbuch. Wir hätten vielleicht mal gucken können, ob wir ein Zauberbuch kaufen können. Ja, er zerstört leider meine Goldmine direkt. Okay, seine Zauberkraft ist jetzt nicht so prickelnd. Wir werden die Pikiniere hier reinstellen erstmal. Und werden erstmal schießen, was geht. Dann wir die Bauern vernichten. Die sind zwar so erstmal unscheinbar, aber wenn sie angreifen, machen sie trotzdem Schaden. Das ist jetzt nicht so, dass man die aus Acht lassen sollte. Und wenn die schon mal weg sind, sind sie schon mal weg. Man kann der Bauer. Achso. Verliert nicht wirklich viel. Auf jeden Fall. Dachte schon, dass er es durchreitet. Müssen wir gucken, dass wir so lange wie möglich durchhalten. Und keinen hier in die Burg lassen. Wir werden auch nicht den ersten Angriff durchführen. Dann werden wir die Pikiniere beschießen. Bauern gehen ein Stück zur Seite. Er muss noch durch den Burggraben, also es dauert auf jeden Fall noch eine Runde. Nein, wir werden immer noch nicht angreifen. Solange meine Türme schießen, brauche ich hier keine Angst haben. So, die Schwertmeister sind jetzt die ersten, die angreifen. So, die Schwertkämpfer. Töten auch 2 Pikiniere. Gut. Die Bauern werden sich jetzt nach hier unten positionieren.
Da haben wir dann 5. Nein, ihr blockiert einfach nur den Weg. Was eine Belagerung. Aber eine wichtige Belagerung. Wenn wir das schaffen, haben wir schon viel gewonnen. Zwei Pikini, 4 sind da noch. Wir werden die auf jeden Fall unterstützen. So. Dann stellen wir jetzt hier die Bauern rein. Und mal mit den Kavalleristen hier hochgeritten. Ihr bleibt jetzt einfach stehen. So, der erste Turm ist leider Kabul. Aber das sollte uns nicht aufhalten, weiter die defensive Strategie zu fahren. So, gut. Jetzt können wir ihn hier beschießen. Dahin. Du machst hier wieder den Blockierer. Aber jetzt kann er ihn angreifen. Bisschen zu weit nach vorne positioniert. Aber ich glaube, jetzt müssen wir auch, weil jetzt ist es auch schon relativ gut. Zack, den greifen wir so an. Ihr bewegt euch hier hin. Die Bauern, ja, auch hier hin. Und jetzt zack. Okay, er kriegt Glück. Macht aber nur einen Kavalleristen kaputt. Bewegt sich nach oben. Er zieht sich zurück. So, wir holen uns die Burg hier wieder oder das Dorf, wie auch immer. Zack und Angriff. So, und jetzt können wir hier unten runter und den letzten Helden hier Maximus jagen. Wenn wir das geschafft haben. Sieht es doch ganz gut aus. Ja, die Goldmine holen wir jetzt mit dem anderen Haupthelden. Dort halten. So, gut. Du hast dich ja echt gut bewährt, Madame. Dann kriegst du jetzt auch noch einen weiteren Gefechtsturm. Ach, den Gefechtsturm brauchst du erstmal nicht. Er hat ja gar keinen Gegner in der Nähe. Aber die aufgerüsteten Schwertkämpfer soll sie bekommen. Ist hier denn irgendwas in der Nähe, was sie noch holen könnte? Ja. Die Schwefelmine. Gut. Madame kann eigentlich alles hier lassen, bis auf ein Kobold. Und kann jetzt hier mal so diesen Bonusressourcen einsammeln. Von der Mühle. Und die 1000 Gold da oben. Wenn wir den Helden jetzt hier besiegt haben, sollten wir den Spieler Gelb auch ausgelöscht haben. Hoffe ich zumindest. Ich greife die Kavalleristen lieber mit den Zombies und Mumien an. Erstmal bevor ich. Ja, da groß mit dem Djinn drauf losgehe. Keine Magie. Aber ich denke, die Vampire könnten es sogar so schaffen. Jawohl. Spieler Gelb ist so. Sehr stark, sehr stark, sehr stark. Dann wird er sich jetzt so schnell wie es geht hierhin bewegen.
Und du bewegst dich so schnell wie es geht hier hin. Du, wie wir schon gesagt haben, tja, was machst du denn jetzt? Das Gold hat sich der Gelbe ja noch gesnackt. Ja, hier ist noch was zum Einsammeln. Und sie kriegt dann diese Burg. Die ist zwar noch nicht aufgerüstet, aber das können wir sicherlich irgendwann machen. So, jetzt müssen wir aber erstmal gucken, dass wir uns gegen Jacqueline zur Wehr setzen. Und das heißt, wir müssen erstmal Einheiten kaufen. Aber noch eine Zauberin einstellen, weiß ich jetzt nicht. Das könnte ein bisschen Verschwendung sein. Was wäre denn hier noch möglich? Wenn wir noch 2 Edelsteine kriegen könnten und 4 Holz. Versuchen wir das doch mal. 2 Edelsteine. Also einen hätten wir schon mal. Noch ein Edelstein? Jawohl. Jetzt bräuchten wir nur noch 4 Holz. Jawohl. Dann würden wir nämlich noch die Einhörner dazu bekommen. Jetzt kaufen wir den Rest auf. So, was haben wir jetzt noch? Ein Druiden. Kostet aber 400. Geld haben wir nicht. Aber Geld kriegen wir. Das kriegen wir hin. Wir verkaufen alles an Ressourcen. Da kennen wir ja nichts. Jetzt noch die Einhörnchen kaufen. Nur eins wenigstens. 250 Gold. Na gut, wie dem sei, so ist es. Ich hoffe, dass wir diese Schlacht gewinnen. Weil dann hätten wir gute, gute Chancen, die Mission auch zu gewinnen. Sie sammelt derweil alle Sachen hier ein. Können wir diese Zauberburg aufrüsten? Nein, diese Stadt können wir nicht aufrüsten. Die dient rein als Marktplatz und Fahrgilde Stufe 1. Taverne und Diebesgilde hätten wir noch für Spieleffekte, aber nichts Wichtiges. Gut, dann hätten wir das meiste auf jeden Fall geschafft. Die Orkalots sollten wir uns demnächst noch anwidmen, aber da können wir ein bisschen Zeit vergehen lassen, bis wir das machen. Ja. Gut, okay. Ich gebe jetzt ab, auf der Hoffnung, dass wir den Kampf da unten gewinnen. Versuche jetzt nochmal alles auf die Trolle. Die Zwerge werden sich hier drum kümmern müssen. Ah, die Trolle sind so dick. Sie halten so viel aus. Ah, die Zwerge machen ihren Job gut. War schon mal schick. Jetzt geht ein Stück zurück.
ja verpufft. Oder so. Okay. Du bewegst dich hier. Hier oben hin. Schritt nicht weit genug. Ja, das war schon mal super. Was jetzt noch schaffen, diese Box da zu klettern. Das wäre super. Einfach stehen. Ja. Sieht ja gar nicht mal so schlecht aus. Elf Zwerge gegen vier Kobolde und. Oh ja, ein was ein Battle. Tja, bist du was Wahnsinns? Jawohl, gute Moral. Gut, da werden wir jetzt nicht großartig rumfackeln. Die Zwerge sofort aus der Schusslinie legen. Sofern es geht. Ja gut, okay. Ach so, nee, wir können ja noch mal schießen. Ja, ein bisschen Versteckspiel jetzt. 9 Schaden. Wir sammeln uns hier. Okay, jetzt wird hier nichts mehr geschossen. Ja, das ist okay. Ja, 9 Schaden wirst du nicht machen. Maximal 8. Dann gebe ich den Zwerg die Chance. Die Zwergen. Komm, Zwerge. Go, Zwerge, go. Er gibt auf. Wir haben es tatsächlich geschafft. Unglaublich. Puh. Wir haben jetzt ein Boot direkt vor der Haustür. Soll mir aber egal sein. Wir gehen erstmal in die Burg rein und nehmen die tapferen Helden. Kaufen uns ein Einhorn. Das letzte Einhorn. Puh. Das war knapp. Das war knapp, definitiv. Soweit werde ich mich jetzt nicht mehr wegbewegen. Maximal jetzt noch die Rangers da. Das könnte ich auch vom Boot aus machen. Wäre vielleicht sogar der klügere Weg. So, da ist noch eine Holzfabrik, die wir uns einsammeln können. Hier ist immer noch kein Nekromant gefunden. Na gut. Dann wird Lord Halten jetzt zum Nekromanten. Die sind eingeschüchtert und die wollen lieber nicht kämpfen, dann ist das doch okay. So, was gibt es denn hier noch für Minen, die wir vielleicht erobern können? Überspringen. Wir fliegen die heute beim Vampiren rüber.
Aber dass das geklappt hat, freut mich richtig. Wahnsinnig. Der Burgverteidigung. Also die Orgalos brauche ich damit noch nicht angreifen. Die husten einmal, dann bin ich weg. Ja, komm, du gehst einfach rein. Wartest darauf, dass du die entsprechenden Materialien hast, um diese Burg aufzurüsten. Nee, die haben Angst vor mir. Das ist doch super. Hier oben noch die Mine einnehmen. Dann sieht das doch ganz gut aus. Dann fehlt nur diese Mine da zur Rechten. Ein alter Mann, der sich behauptet, ein Erfinder zu sein, bittet sie, seine neueste Erfindung auszuprobieren. Anschließend überreicht er ihnen einen Kompass. Der rechtweisende Kompass der Mobilität verbessert ihre Fortbewegung an Land und auf See. Super, nehmen wir gerne mit. Sie retten einen kleinen Jungen vor einem Rudel böser Wölfe und bringen ihn zum Gut seines Vaters zurück. Der dankbare Edelsmann belohnt sie mit einer Medaille des Mutes. Die Medaille des Mutes steigert ihre Moral. Dann sammeln wir hier noch die Sachen und gehen wieder zurück aufs Schiff. Eine Boje, noch nicht besucht. Eine Boje. Na gut, okay, eine Boje. Vielleicht einfach mal eine Boje im Wasser. Wir sparen gerade ein bisschen Geld. Wie es unschwer zu erkennen ist. Wir bauen jetzt aber die Marktplätze aus. Und ich sehe gerade, wir haben einen Truppenbeschwörer. Das ist doch super. Dann kann der auch die gute Totenbeschwörerarmee bekommen. Das ist nämlich viel hilfreicher. Und ja, das ist doch schon mal schick. Kleine Todeswelle kann er auch schon, also er kann auf jeden Fall schon mal ein bisschen mithalten. Dann kann er sich die Armee von dem Kumpel da hinten holen. Und hier sind auch erstmal zwei Minen, die holt er sich als allererstes. Das ist sein erster Auftrag. So, weitere Ressourcen gehören mir. Hier können wir doch sicherlich Armee aufhören. Ja, einen aufgerüsteten Turnierplatz. Aber erstmal, dann können wir die nämlich aufrüsten und wir können weitere Armee kaufen. Aber das freut mich, dass wir den Kampf jetzt dann noch gewonnen haben. Gegen den Barbaren. Machen wir nur mit ihr. Ich würde sagen, jetzt versuchen wir es einfach mal gegen die Ogre-Lords. Viele Ogre-Lords. Na, viele Ogre-Lords hört sich aber noch böse an. Ja, guck. Erkunden erstmal das unbekannte Gebiet da oben noch. Zu Ende. Sie ist schließlich die Heldin, die sich am ehesten frei bewegen kann. Bleiben auf jeden Fall in einer Paddel-Entfernung von unserer Hauptburg. Definitiv. Nicht, dass wir hier nochmal so einen aussichtslosen Kampf haben. Bewacht von vielen Geistern. Oh, die sind böse. Ich weiß ja nicht, ob wir die so schaffen. Das will ich nicht ausprobieren. Aber hier hinten ist es auch noch was zu erforschen oder zu bekämpfen. Das könnten wir uns dann erst angucken. Oh, wir haben wieder kein Holz mehr. Immer wieder. Um die Zauber im Bock aufzurüsten. Oh, es gibt schon wieder neue Armee. Ein Kobolde.
Gut, wir haben jetzt schon mal ein bisschen was erkundet. Also hier lande ich jetzt nicht extra. Ich glaube, wir werden jetzt dann auch gleich, wenn wir hier noch erkundet haben, wieder hier hochschippern. Um uns die letzte Mine da zu holen. Viele Orks. Schaffen das 5 Vampir-Leute? Ach klar, wir haben ja auch noch den Zauberspell. Die kleine Todeswelle. Okay, das hat jetzt nicht ganz so viel gebracht. 10 Schadenspunkte bei jedem. Na gut, okay. Dann geh mal zu den Anführer der Orks. Und guck mal, was du kannst. Und die anderen bewegen sich bitte mal im Eiltempo nach vorne. Na, die Zombies verstehen das mit dem Eiltempo nicht so, aber keine Sorge. Auch die kommen irgendwann an. Alle auf die Vampir-Lords. Heilung? Kann man nicht heilen? Hat 10 Trefferpunkte bekommen. Das war jetzt nicht so der Hit. Aber er kriegt auch so Trefferpunkte wieder. Hat er wieder volle. Das ist eine Fähigkeit von dem Vampirlord. Kriegt Trefferpunkte wieder. So, jetzt ist der. Ist die Mumie angekommen. Die wird sich um den unteren kümmern. Er wird sich hier erstmal wieder ein bisschen voll saugen. Genau, auf voller HP. Die Skelette hauen die Orks um. Und die Zombies werden sich mit den Orks beschäftigen. Ja, hat ja jeder einen Schlag gemacht. Mit ein paar Skelette läuft doch alles. Und hier können wir jetzt noch mal ein bisschen derweil erkunden. Was macht denn Lord Halten so? Lord Halten wird jetzt erstmal die Nekro-Armee hier wieder abliefern. Gut. Okay. Wird Lord Halten sich zu dieser Zauberin-Bock bewegen? Und Lord Halten hat, glaube ich, noch ein Artefakt, was wir loswerden wollen. Das Steuerpfandrecht kostet sie 250 Goldstücke je Zug. Ja gut, okay. Das ist jetzt so wirklich tragend in dieser Mission. Ich glaube, Gold haben wir eigentlich eher genug. Also Rohstoffe wieder das Problem. Ja, die wollen fliehen, das ist doch super. Dann kann sie das nämlich machen. Aber sie hätte ihn auch noch nicht besucht, ne? Da gibt es nämlich ein Zauberkraft. Das sollte sie auf jeden Fall sich abholen. Mal gucken, ob wir dazu kommen oder ob wir wieder aufs Schiff müssen. Gut. Das läuft doch ganz gut bis jetzt. Und ich würde sagen, wir machen hier jetzt erstmal in den Part Schluss. Wir haben die Insel für uns, die obere. Und müssen jetzt die restliche Karte erobern. Aber da können wir uns wieder mit unserer defensiven Haltung, denke ich mal, halten. Und ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Part. Euer Persecute.